Servus. Ja, Coach, 0-4 Niederlage in Hütteldorf. Dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, ich glaube, das Ergebnis ist desaströs für uns. Es ist extrem hoch. Vielleicht eine Spur zu hoch, wenn ich jetzt die Statistik anschaue. Aber nach dem 2-0 sind bei uns, ich weiß nicht, 2-0, glaube ich, ist 82. Minute, sind bei uns alle Dämme gebrochen und das darf uns so nicht passieren. Und ja, unser Auftritt war, wie sollte man sagen, lieb, nett, brav, und das ist in der Meistergruppe ein bisschen zu wenig. Wir waren nicht so fokussiert wie am Mittwoch gegen Red Bull, aber es ist halt ein Déjà-vu, weil das Gleiche haben wir vor 14 Tagen bei Sturm Graz auswärts das Gleiche gehabt. Und deswegen hat Rapid verdient gewonnen, auch wenn wir in einigen Statistiken gar nicht so schlecht abschneiden. Das Ergebnis ist desaströs. Bitte. Hallo, servus. Du hast vorher gesprochen von dieser Leichtigkeit des Seins. Ja, das hat, ihr habt halt irgendwie schwerfällig gewirkt, obwohl ihr bis zur 78. Minute zum Trippeltausch eigentlich nicht sehr zerfahrene Angelegenheit war. Würdest du sagen, dass vielleicht so die Schlüsselszene, das in der 5. Minute war, diese Riesenchance, dass da vielleicht, jetzt ist alles theoretisch, ja, aber dass das irgendwie vielleicht schon der Knackpunkt war, sehr, sehr früh, vielleicht hätte es dann in eine andere Richtung gehen können? Oder glaubst du das nicht? Nein, das glaube ich gar nicht, dass das die entscheidende Szene war. Entscheidend war eher die Tore 1-0 und 2-0, da haben wir ja regelrecht eingeladen zum Tore schießen, weil davor war jetzt auch nicht zwingend wirklich viel, wo ich einen Stress verspürt habe. Und von denen her ist mir das zu billig, nur auf die eine Großchance auszumachen. Aber ja, ich glaube eher, so 1-0, das war eine Kopie von unserem Gegentreffer am Mittwoch gegen Red Bull. Die Restverteidigung schiebt auch noch vor. Wir spielen mit sehr viel Risiko, aber das ist noch sogar mir eine Spur zu risikohaft. Und das 2-0 war dann ein großer individueller Fehler im Spielaufbau vom Schneck David. Und dann ist der Deckel drauf und dann so auseinanderbrechen, da müssen wir jetzt schon noch drüber reden. Bitte. Ich hätte eine Frage zu den Wechseln. Ist das einfach auch der Unterschied? Rapid hat ja doch viel mehr Budget. Wenn dann doch sehr gute Spieler von der Bank kommen, ihr habt eine englische Woche, ihr habt ein sehr, sehr intensives Spiel auch gegen Salzburg wieder gehabt, dass man damit rechnen muss, auch wenn sicher nicht alle Dämme brechen dürfen, aber dass das die letzten 20 Minuten nochmal beeinflusst, wenn da mehr Qualität beim Gegner kommen kann. Definitiv schauen, was bei Rapid auf der Bank sitzt und was bei uns auf der Bank sitzt, ohne dass ich die Burschen nicht schmälern möchte. Aber ja, wir haben einen dünnen Kader, wir haben einen Kader nicht einer Top-6-Mannschaft in Österreich, das ist ganz klar. Aber ich weiß es jetzt nicht, wie viel hat Rapid Budget? 40 Millionen? 30? Wir haben 4,2. Bei Rapid verdient der Busfahrer mehr als unsere Kaderspieler. Bitte. Thomas, in den letzten Spielen hat die WSG sehr frech, sehr selbstbewusst gespielt. Das ist mir heute ein bisschen abgegangen. Was der Kopf, was vielleicht die Möglichkeit, dass man in den Medien doch, die Medien doch auch euch eine Spur weiter nach oben schon gesehen haben. Was war aus deiner Sicht der Grund dafür? Ja, du triffst eh fast einen Nagel auf den Kopf. Ich glaube, die Burschen sind ein bisschen gehypt worden. Wir müssen jetzt Spiel 100% abrufen und mit Selbstvertrauen ins Spiel reingehen. Aber ich habe es meiner Mannschaft auch in der Halbzeit schon gesagt, der zwischen Überheblichkeit und Selbstvertrauen, das ist eine schwimmende Grenze. Und da sind halt ein paar Spieler drüber geschnappt und genauso sind wir dann auftreten. Im Endeffekt hat uns die Lockerheit hat uns nicht gefällt, uns hat die letzte Konsequenz, die letzte Spannung gefällt. Und das mediale Hypen, ich freue mich für die Burschen, aber man sieht es ja dann eh, es tut die wenigsten Spieler gut. Würdest du sagen, das war ein Warnschuss zur rechten Zeit? Ja, Warnschüsse in der Meistergruppe, Warnschuss war es, wenn wir noch in der Quali-Gruppe wären, gell, oder im Grunddurchgang, da war es ein extremer Warnschuss. Aber heute, ja, wir sind in dieser Meistergruppe, wir haben schon gewusst, dass wir diesen extremen Programm, Mittwoch Red Bull, also letzte Woche, Sonntag WRC, Mittwoch Red Bull, Rapid, dass wir das mit unseren Mini-Kader Tribut zahlen müssen, und deswegen bin ich über die letzten 10 Minuten ein bisschen unglücklich, weil wenn wir 2-0 da verlieren, dann ist es okay, aber so sind wir dann schon in alle Bestandteile zerlegt geworden, und das taugt mir nicht, und da werden wir drüber reden, weil nur einmal Warnschuss braucht man in dem Sinn nicht in der Meistergruppe, aber wir wissen sehr wohl, dass die anderen 5 schon über uns zu setzen sind, und wenn wir nicht alles abrufen, dann geht es in eine Richtung wie heute.
bitte. Ganz kurzer Ausblick auf Mittwoch. Wieder Rapid, wieder derselbe Gegner, diesmal zu Hause. Was darf man von eurer Mannschaft erwarten? Wie möchtest du deine Jungs dann sehen im Vergleich zu heute? Ja, was darf man erwarten? Mit Sicherheit eine andere Startelf, weil Bejanek die fünfte Gelbe hat. Koch fällt definitiv mit Gehirnerschütterung aus. Der ist am Weg ins Krankenhaus. Vorne, ich glaube nicht, dass wir vier Optionen haben. Dedic und Anselm werden weiterhin ausfallen. Torhüter fällt aus. Also ja, wir können an der Grundeinstellung was ändern. An der Spielausrichtung werde ich die nichts ändern, weil diese Spielausrichtung, auch wenn es heute jetzt nicht das Gelbe vom Ei aus war, diese Spielausrichtung hat uns in die Meistergruppe gekieft. Und für uns ist es ein extremer Lerneffekt, wenn wir jetzt in der Meistergruppe noch weiterhin performen können. Und ja, am Mittwoch spielen andere, aber eins ist auch klar, Rapid reißt ans Tübeli und muss gewinnen, ähnlich wie heute. Rapid wird immer in der Favoritenrolle sein gegen WSG Tirol. Und wir schauen, dass wir am Mittwoch ein passableres Ergebnis zustande kriegen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, danke. Danke.